Jo, was geht ab? Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich war schon unterwegs beim Arzt und muss mich jetzt auch direkt wieder auf den Weg machen zum Wimpern machen. Ich gucke mal, ob ich vorher noch ein bisschen Pappe in mein Auto werfen kann und die wegbringen kann. Ist richtig schönes Wetter heute. Voll geil. Ja. Das ist jetzt erstmal der Plan und nach dem Wimpern machen muss ich noch ins EMS-Studio, so ein bisschen schulungsmäßig. Ja, und dann ist auch schon wieder nachmittags. Naja, ich guck mal, ob ich jetzt noch ein bisschen Pappe wegbringen kann. Ich bin wieder zu Hause. Es ist jetzt um 5 und ich bin seit 8:30 unterwegs. Hab jetzt aber alles geschafft. Jetzt esse ich kurz was und ich glaube, ich fahre gleich noch in Mediamarkt. Weil der eröffnet heute hier neuer in Dortmund. Und dann dachte ich mir, vielleicht haben die ein paar Sonderangebote. Da kann ich mal nach einem Fernseher gucken. Weil dieser Fernseher ist sehr klein. Also den würde ich behalten fürs Schlafzimmer. Und fürs Wohnzimmer würde ich mir gerne einen neuen holen, weil da sind die Wände nicht so nah aneinander wie hier. Das heißt, da würde man einfach nichts mehr sehen auf dem kleinen Fernseher. Da wollte ich einfach mal nachgucken. Und deswegen wollte ich gleich in Mediamarkt fahren. Gott, und jetzt muss ich erstmal kurz chillen. Ich habe noch so gut wie gar nichts heute gegessen. Ich war einfach die ganze Zeit unterwegs und ich habe die ganze Zeit irgendwas auf meiner Linse, was richtig wehtut. By the way, ich habe neue Wimpern. Die sind sehr nice. Und ich genieße es so richtig gerade mal wieder ungeschminkt zu sein. Ein paar Tage. Ich war jetzt die letzten Tage nur geschminkt. Ich mag das auch mal nicht geschminkt zu sein. Sieht zwar nicht so schön aus, aber ist mir scheißegal. Das tut auf jeden Fall sehr gut und mir ist gerade richtig warm. Heute war aber richtig gutes Wetter. Boah, das war echt schön. Ich hatte nur leider keine Zeit, wirklich draußen zu sein. Außer immer Auto rein, Auto raus, aber sonst. Ich habe auch ein bisschen von meiner Pappe weggebracht. Props to me. Der Keller ist schon echt leer. Also ich denke noch so 2-3 Mal muss ich fahren und dann habe ich es leer. Was Pappe angeht, das finde ich sehr, sehr gut. Ja, es geht voran. Und ich will unbedingt die Schlüssel, damit ich anfangen kann. Ist nämlich ganz blöd, also weil zum Beispiel jetzt diesen Monat muss ich nicht mehr arbeiten im EMS-Studio, also am Wochenende und so schon, aber im EMS-Studio nicht mehr. Sprich, ich hätte jetzt voll Zeit, habe aber die Schlüssel nicht, also kann ich noch nichts machen. Und im April muss ich 2 Wochen komplett arbeiten und nach 8:30, 9 kannst du auch nicht mehr wirklich anfangen, jetzt groß zu streichen oder zu renovieren oder sonst irgendwas. Das ist echt doof. Aber gut, da kann ich nichts dran machen. Ich muss einfach warten, bis ich die Schlüssel bekomme und dann loslegen. Und wisst ihr, was auch ziemlich blöd ist? Dass ich zu einem Event eingeladen bin von dieser Barbara-Box, von Barbara Schöneberger, nächsten Freitag in Berlin. Ich kann aber nicht morgens hin und abends zurück und dann arbeiten. Das ärgert mich. Ich würde da nämlich sehr gern hin. Hey. Weiter geht's mit Blindspot. Ich habe einen Fleck auf meiner Kamera. Folge 18. Und boah, diese Serie ist so gut. Guckt sie euch an. Serienempfehlung from moi. Und falls ihr es gemerkt habt, heute kam kein Video online. Ein Mittwochsvideo um 12. Weil ich es nicht geschafft habe. Es tut mir leid. Aber ich denke, ja, am Samstag wird eins kommen. Und zwar eine Roomtour quasi von meiner neuen Wohnung. Are you excited about this? Was ist das? Ich bin in Italien. Kennt ihr diese ganzen Bilder, die momentan überall so abgehen? Ich muss mal rauszoomen. So, wo alles mit dieser Italien-Hand ist. Italien-Orangensaft. Italien-Styles. Es leert sich, Leute. Es leert sich. Ich bin sehr fleißig. Das hier ist jetzt die letzte Fuhre Pappe. Und dann ist mein Keller leer. Dann ist da nur noch so ein bisschen Müll drin. So ein alter Drucker und so irgendwelche Glasplatten. Aber die sind gar nicht von mir. Die sind von demjenigen, der da vorher drin gewohnt hat. Aber das muss dann nur noch weg. Aber es ist wirklich nur noch ganz wenig. Also das passt locker mit einmal alles ins Auto. Ja, das bringe ich jetzt noch weg. Aber vorher fahre ich jetzt noch zum Mediamarkt. Und ich warte jetzt auf Diana. Die müsste jetzt eigentlich jeden Moment kommen. Die müsste jetzt Feierabend haben. Dann fahren wir dahin, dann gucke ich schon mal nach einem Fernseher und falls ich einen guten finde, kaufe ich vielleicht morgen einen Fernseher. Und wenn nicht, kaufe ich irgendwann einen Fernseher, weil dann ist es ist nicht eilig. Ich dachte nur, wäre ganz praktisch, wenn die jetzt irgendwie so Eröffnungsangebote haben, könnte man das ausnutzen. Und wenn nicht, dann
nicht. Aber ich gucke mal. Wann kommen sie? Hat sie geschrieben? Nein. Hat sie gelesen? Ja. Boah, mir ist so warm. Wirklich, ne? Das ist echt... Obwohl es nur Pappe ist, ist es so anstrengend, die alle klein zu machen. Dann durch den Keller, vor allem der Keller, hat so eine mega tiefe Decke. Und dann kann man nicht so hohe Pappe nehmen, weil man dann passt man nicht durch den Keller. So, sondern alles klein machen und dann irgendwie hochtragen, dann ins Auto und dann in dieses komische Dings packen, wo Papa halt reinkommt. Oh Gott. Aber ich bin so froh, dass ich das jetzt erledigt habe, wirklich, ne? Halleluja, Ding Dong. Bin ich richtig froh drüber. Okay, Leute, der Plan hat sich geändert. Wir sind jetzt seit 45 Minuten ungefähr, fahren wir hier rum und standen voll lange im Stand. Guckt euch mal bitte diese Schlange an. Und wir kommen nicht ins Parkhaus rein, weil die alle Straßen sperren. Das heißt, wir fahren jetzt wieder nach 45 Minuten durch die Gegend sinnlos fahren. Die sind doch behindert. Stimmt's? Ja. So, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause und das war einfach mal der reinste Film. Wir waren jetzt über eine Stunde unterwegs für nichts. Aber man muss ja das Positive sehen, ich habe meine ganze Pappe weggebracht. Mein Keller ist leer. Das freut mich mega, weil, wie gesagt, der war komplett von oben bis unten, von links nach rechts voll mit Pappe. So, ich werde jetzt den Vlog beenden. Ich werde jetzt noch duschen gehen, werde diesen Vlog schneiden. Oh Gott, ich Gott, ich bin. Und dann Blindspot gucken. Oh, diese Serie ist so mega. Okay, wir sehen uns morgen wieder. Hey, macht's gut.